die Frage, wie ich zum Saxophon gekommen bin, wird mir sehr oft gestellt. Natürlich ist es eine spannende Geschichte dahinter. Und zwar, ich habe mit Klavier angefangen und dann mein Vater, der ist kein Musiker, wollte immer Saxophon lernen, hat das Instrument gekauft. Und ich war 9 Jahre alt, habe das zu Hause probiert und das war Liebe vom ersten Ton. Auf dieser CD wird auch ein Doppelkonzert von Johann Sebastian Bach aufgenommen mit Erik Schumann. Erik Schumann kenne ich schon lange Zeit, seit meiner Zeit noch als Jungstudentin an der Musikhochschule in Köln. Das heißt, 10 Jahre lang kennen wir uns. Wir waren in Parallelklassen, er war bei Braun. Und man sieht sich natürlich, man trifft sich. Wir hatten viel Zeit auch Freizeit verbracht, so Freundschaft. Deswegen umso mehr Spaß macht es jetzt zusammen zu spielen. Es war sehr spannend bei der Aufnahme, unser Austausch, die Ideen auszutauschen, Interpretation zu entscheiden und einen gemeinsamen Punkt zu finden. Es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, diese Ruhe, die sie ausstrahlt, diese Unglaubliche, dieses in sich sein, in der eigenen Mitte sozusagen. Das imponiert mir sehr, menschlich und musikalisch auch künstlerisch. Es ist für mich als Dirigent gerade sehr, sehr wichtig, dass das so eine wirkliche kollegiale Arbeit ist. Ich sage ihr bestimmte Dinge, dann bittet sie dann mich um bestimmte Dinge. Man geht aufeinander ein und das Orchester natürlich dann ist ohnehin in diesen Prozess ja permanent eingebunden. Das WKO hat eine wirklich sehr, sehr, sehr große Erfahrung mit verschiedensten Solisten jeglicher Art und beinahe jeglicher Instrumente. Dass dieses Repertoire mit Saxophon zu spielen, die Bach-Stücke, ist natürlich was ganz anderes als mit den Instrumenten, die eigentlich original gedacht sind.